Schleswig-Holstein haben bereits vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen. In Büsum haben sie den Deich gerade verstärkt auf 8,40 Meter. Doch das Gras darauf ist noch nicht verwachsen, deshalb könnte der Deich instabiler als andere sein. Einige Halligen melden bereits Land unter. Sie sind vom Festland abgeschnitten. Die Fähren haben den Betrieb eingestellt. Bereiten sich die Menschen auf eine schwere Sturmflut vor. 5 Wochen nach Orkan Christian. Ihren Höhepunkt soll die Sturmflut in der Nacht erreichen. Dann sind Böen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde.